Herzlich willkommen bei Pinoblo. Heute haben wir was ganz Besonderes für dich. In dieser Stifterolle befinden sich drei Stifte der neuen Magnum-Edition von Graf von Faber-Castell. Die neue Kollektion zeichnet sich durch eine klassische Zigarrenform, feinste Materialien und eine sensationelle Feder aus. Schreibgeräte und Accessoires von Einsteigermodellen bis zu Flaggschiffmodellen findest du selbstverständlich in unserem Online-Shop. In der Rolle haben wir den Füller, den Kugelschreiber und den Rollerball. Graf von Faber-Castell bietet zusätzlich einen Drehbleistift an, der sich wie der Kugelschreiber ganz einfach aufdrehen lässt. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf den Füller, der wie der Rollerball über eine Schraubkappe verfügt. Man sieht bereits auf Anhieb, dass die klassische Zigarrenform perfekt mit den markanten Graf von Faber-Castell-Stilelementen harmoniert, vor allem mit dem charakteristischen Clip der Marke. Bei dem Holz handelt es sich um kaukasisches Walnussholz, die Metallteile sind platiniert. Alles an dem Füller ist wirklich perfekt verarbeitet. Dazu passt auch das sehr hohe Gewicht. Der Classic Magnum zelebriert genau das, wofür Graf von Faber-Castell steht. Feinste Naturmaterialien und eine beeindruckende Handwerkskunst. Der Holzschaft lässt sich angenehm anfassen und bietet eine natürliche Individualität. Jeder Stift hat eigene Holzstrukturen und Farbnuancen. Das kann man auch schon bei unseren drei Modellen beobachten. Hier sieht man tatsächlich, dass sich diese beiden Exemplare in der Maserung und auch in dem Farbton unterscheiden. Was die Größe angeht, so befindet sich der Classic Magnum am ehesten beim Montblanc Meisterstück 149. Das Meisterstück ist vielleicht minimal dicker, aber aufgeschraubt ist die Magnum Edition ein bisschen länger. Apropos aufgeschraubt, schauen wir uns die Feder an. Die besteht aus 18-karätigem Gold, kommt in einer stattlichen Größe, die wirklich perfekt zum Rest des Füllers passt und ist in einem Bicolor-Look gehalten, der einen spannenden farblichen Akzent bietet. Die Feder selbst hat die typischen Verzierungen, die Graf von Faber-Castell bietet, das Graf von Faber-Castell-Logo und Hinweise auf die Federstärke und die 18-karätige Goldlegierung. Die Feder ist in den Federbreiten EF, F, M, B sowie in OM und OB erhältlich. Zudem ist der Classic Magnum ein Patron- bzw. Konverterfüller. Trotz der beeindruckenden Eigenschaften zeigt der Füller seine wahren Stärken erst auf dem Papier. Er liegt trotz seiner großen Größe und des vergleichsweise hohen Gewichts ideal in der Hand. Die Feder ist extrem schreibfreudig. Sie gleitet mit einer beeindruckenden Bestimmtheit und einer äußerst präzisen Linienführung über das Papier. Trotzdem fällt die Feder ein bisschen fester aus und sie gibt ein dezentes Feedback. Das ist vor allem für schnellere und ausführlichere Schreibepisoden perfekt. Die Feder, die wir haben, ist eine mittlere Feder, die auch tatsächlich im mittleren Segment angesiedelt ist. Das schauen wir uns einmal auf dem Papier an. Die Graf von Faber-Castell Magnum Edition ist ab dem 1. September 2022 erhältlich. Der Füller kostet 1.190 Euro, der Tintenroller 790 Euro, der Kugelschreiber und der Bleistift jeweils 690 Euro. Das ist nicht günstig, wenn man allerdings die Materialien, die Verarbeitung und die Feder berücksichtigt, dann ist das absolut angemessen. Und damit kommen wir zum Fazit. Der Classic Magnum ist nichts Geringeres als ein ultimativer Könnsbeweis. Graf von Faber-Castell zeigt mit der neuen Kollektion, zu welch beeindruckenden Leistungen das Unternehmen imstande ist. Nicht nur die exklusiven Materialien und die wirklich perfekte Verarbeitung wissen zu begeistern, auch die 18-karätige Goldfeder sucht ihresgleichen und dürfte eine der besten auf dem Markt sein. Wenn man bei diesem Füller nach Kritikpunkten sucht, dann hat man es tatsächlich schwer. Wenn du auf der Suche nach einem High-End-Füller oder nach einem hochwertigen Holzfüller bist, dann ist die Magnum Edition eine perfekte Wahl für dich. Damit sind wir am Ende angelangt. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse ein Like, einen Kommentar und empfehle unser Video deinen Freunden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.